Schnibbel, die Stopp und hallo, die und herzlich willkommen zum Sonntag von Battlefield 4 mit mir, dem Nefkara. Wir steigen auch direkt mal rein. Ich will hier aber einen anderen Squad rein, und zwar in einem, der schön voll ist. Und wieder mit Domination, dieses Mal Belagerung von Shanghai. Und die Gegner geben uns ja direkt mal auf die Mütze, Sasse. Die ersten 5 Tode direkt auf Seiten von, auf unseren Seiten. Wieder mit der Scar, keine Ahnung, ich habe seitdem... gestern habe ich irgendwie Bock auf diese Waffe. Also ich habe jetzt eigentlich gar keine Hunde mehr seitdem. Alter, wir werden so abkratzen. Wenn ich schon sehe, dass hier niemand... Ja. Teamplay ist bei Battlefield halt immer noch wichtiger wie alles andere. Und da ist es natürlich wichtig, das auch dann zu haben. Ja, genau das... Ein Scharfschütze! Yes! Alter Falter, ey. Schön, dass das Medikit nicht mich heilt. Alter, der hat richtig Damage gemacht. Boy, Squad. Das ist eine Schrotflinte, ne? Das dürfte eigentlich als Schrotflinte zählen und dementsprechend nicht benutzen. Alter, das Team, was ich habe, ist so kacke. Lass mich ins andere Team. Gott. Das braucht man sich ja nicht antun, oder? Gehe ich lieber in ein Team, das das Wort Teamplay beherrscht, wie kein anderes Vorschafts... Abriegelung, Vorherrschaftsabriegelung. Die sind nämlich was besser. Natürlich muss man dann selbst auch noch was können. Ist dann immer so. Oh, nachladen. What the fuck? Wie konnte der mich direkt töten? Hammer, was hat der für eine Waffe, Alter? Diese ACE, ne? Das muss ja echt eine super starke Waffe sein, oder? Die geht ja ab. Das ist irgendwie die Waffe, mit der ich am meisten getötet werde. Kein Witz. Die Waffe, mit der ich bestimmt am meisten umgebracht werde, ist die. Die muss echt ein Pornös sein. Geht ja richtig ab, die Waffe, ey. Mein großes Ziel ist mal, diese Waffe auch mal zu haben. Die geht ab. Wie die Leute sterben, wenn die davon geknutscht werden, ey. Wenn wir schon so schnell abkratzen. Wie geil muss die Waffe sein? Die hat ja richtig Power drin. AK-12. Ich habe dich zuerst getroffen und irgendwie verstehe ich nicht, wie du so gut auf mich zielen konntest, während ich übel verzogen habe. Super, mega klasse. Da sind die Typen schon. Mehr zoomen. Das bringt mir nichts, wenn das so... von der Perspektive her ein bisschen ist. Gib mir mal mein Medipack her. Oh, den habe ich mit dem Kopftreffer noch erledigt. Wiederbelebt, dank dir. Kumpel, du bist echt klasse. Eine Granate müsste mal da oben hinsegeln. Das wäre echt geil. Oder ich versuche mal hochzulaufen und dabei nicht abzukratzen. Alter, wie viele da sind. Hätte die Kugel nicht treffen müssen irgendwo, irgendwie. Hammergeil. Irgendwie nicht. Nur mal den Versorgungssoldaten, den können wir ja auch mal ausprobieren. Ich kann nicht mit dem ja was wirtschaften an Kills. Da oben
findet sich einer von denen. Alter, jetzt bin ich tot. Lass mich verarschen, ist das schon leer, der Teil? Ach, das ist einer von mir, ja, ja. Squad Vibe Reborn. Alter, ich hab so wenig HP. Hi, pass auf, unter dir geht ganz schön die Action ab. Man hört's. Man hört's. Spawn Perk. Alter, ich hab's mir fast gedacht, dass die wieder da oben drauf sind. Ratterpeng, Ratterpeng, Ratterpeng. Bin am Überlegen. Hab ich nicht auch mal was anderes? Ah, das wäre danach. Okay, 40. 4000 Punkte oder so brauche ich dafür mit dem hier. Okay. Ich bin direkt tot. Ihr seid so Idioten. Immer wieder schön mit euch. Immer wieder schön. Spiele ich doch lieber mal eine Runde hiermit. Bin am Überlegen. Alter, die Runden sind ja ganz schön... Alter, mein Lieblingswort. Oh ja. Komm doch hier drüber, das kann doch nicht wahr sein. Was bist du für ein Psychopathenspaß? Wie bitte geht das? Du hast mich einmal getroffen. Wie kann ich dabei sterben? Und du bitte nicht? Das ist so unrealistisch. Kotzt mich an. Hätte doch 100 pro abkratzen müssen. Ich sterb nicht, ich hab... Einsatzziel Bravo ist verloren. Ne, meine Granate hat nichts gerissen hier. Leider. Das dürfte ein bisschen Damage gemacht haben. Ich da einfach mal wieder voll krass Psycho in ihn reingelaufen bin. Die gurken ja hier eh alle rum. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach sind die. Oh cool, dass man mit der Sprinkleranlage hier so schön nass werden kann. Aber der Typ ist über mir auf dem Dach. Gab's da nicht irgendeine Möglichkeit hochzukommen? Fahrstuhl, Aufzug, irgendwas? Sieben, sieben. Ich weiß, dass du direkt über mir bist. Ich weiß, ich habe nur keine Ahnung, wie ich zu dir komme. Und in solchen Momenten hätte ich dann gern Sturmgewehr. Ich finde... Ich weiß nicht, ich finde das Gewehr nicht gut. Warum sollte man dann damit spielen? Das ist immer so... Logik. Und dann gibt es natürlich im Krassen... Das gibt's nicht! So scheiße habe ich auch nicht gezielt. Jetzt ist da keiner mehr, wir wollen nämlich eigentlich verarschen. Lass mal, oh Gott, nee! Wie lang ging die Runde jetzt? Die war vielleicht 10 Minuten lang oder so. Das war mal eine richtig, richtig kurze Runde. Ja, ja, 11 Minuten Länge in etwa. 10 Minuten plus minus. Oh, Domination ist nicht so meins. Ich habe lieber dann doch ein paar Fahrzeuge, wo ich... Ja, toll, Sturmsalat. Ich habe dann lieber doch ein paar Fahrzeuge, wo ich dann C4 oder so dran schmeißen kann. Mag ich doch lieber insgesamt. Gestern Runde fand ich schöner wie die. Naja, aber damit ist das Wochenende mit Battlefield 4 auch schon rum. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Battlefield 4.
Und zwar nächsten Samstag. Das war's erstmal von mir. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder ist. Battlefield 4 mit mir, dem Nefkara. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und bis dann, Leute. Alter, Level 85, what the fuck? So, haut rein. Ciao, ciao.